Hallo, heute fahre ich selbst Plan nach Brüssel. Nach 3 Stunden bin ich schließlich in Brüssel. Und irgendwo im Nord Brüssels, soweit ich verstanden habe, irgendwo oben mir fliegt ein Flugzeug. Ich höre es, aber ich kann es nicht sehen. Also, ich bin in Brüssel, habe ein paar Orte, die ich besuchen will, aber ich orientiere mich in dieser Stadt nicht. Und ja, soweit ich verstehe, bin ich irgendwo neben Parlament, EU-Parlament oder so, wie es heißt. Alle Unterschriften sind hier auf Französisch oder auf Englisch oder, soweit ich verstehe, auf Niederländisch, Flamandisch, so diesen Dialekt, diese Sprache. Yay. Vor mir gibt es ein Denkmal. Es ist Simone Bolivar. Ich kann Französisch nicht. Wir sind dann auf der Dependencia de la Republica. Anderes konnte ich nicht meine Reise beginnen mit Starbucks und Cappuccino. Ich will schlafen so sehr. Und außerdem, es ist sehr schwer, auf Englisch jetzt zu sprechen, denn nur deutsche Wörter fallen mir ein. Also jetzt gehe ich ins Zentrum und ja, ich will alles überwachen. betrachten und Sehenswürdigkeiten. Eigentlich kenne ich keine Sehenswürdigkeiten hier, außer Mannequin Peace oder wie man es ausspricht. Leute hier und sogar auch in Düsseldorf. In Düsseldorf ist es verständlich, denn alle auf Deutsch sprechen. So. Und ich kann nun etwas verstehen. Aber hier, man will auf sich, mich aufmerksam machen und er sagt etwas, aber ich verstehe das nicht, außer Hi oder so. Sonne, das verstehe ich, aber Appell hier halten. Halten, ja, verstehe das nicht. Auf Französisch weiß ich nur, kenne ich nur Bienvenue. Ich kenne sogar das nicht. Also, willkommen. Ja. Bienvenue oder so. Bonjour. Je m'appelle Lisa. Zu einem Platz gekommen und wie in Deutschland offenbar ist alles heute geschlossen. Aber Hilton Hotel, das weiß ich. Und alles ist geschlossen. Also, ich gehe weiter spazieren. Ich war im McDonald's und ja, ich habe das alles gemacht. Und es ist für mich schwer zu verstehen, wie ein Land ist zweisprachig oder wie es heißt, ja, alle Unterschriften auf zwei Sprachen. Ist es bequem? In Russland gibt es auch Pull and Bear. Guck mal, Preise. Ah ja, ich verstehe. Die Kleidung, den Namen der Kleidung nicht. Mit T-Shirt, okay, T-Shirt. Ja, aber es kostet wie in Russland. Nicht so großer Unterschied.